Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen oder Challenge oder ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall in den letzten Folgen, ich weiß noch nicht, wie genau ich das hochlade, die Soße von Marc Gebauer getestet. Der hat ja hier diese Marc Gebauer Danakil Hot Sauce Dabahu erfunden in dieser Ketchup-Spritzflasche. Die hat 60.000 bis 80.000 Scoville. Die fand ich okay. Wenn man die so probiert, naja, war die ein bisschen babbig, keine Ahnung. Zu Nuggets dazu oder auf einem Burger kann ich mir die gut vorstellen. So. Die haben wir abgehakt, dann haben wir getestet die Marc Gebauer Danakil Hot Sauce Erta Ale. Die hat es in sich mit 1,5 bis 2 Millionen Scoville. So viel hat Carolina Reaper, wenn ihr die so fresst. So viel hat auch der Hot Chip in der Hot Chip Challenge, der jetzt gefühlt überall verboten ist, gar nicht mehr verkauft werden darf. Aber die Hot Chip Challenge habe ich ja mit Hannes auch schon gemacht, auch ohne Hannes gemacht, mit Manns Haulwurf gemacht, mit Genaya gemacht, als Hot Chip Burger und so weiter. Da waren wir ja sehr kreativ. Nochmal als Hinweis, ich esse gerne scharf, ich esse viel scharf, ich esse jahrelang schon scharf, ich mache mir überall Mad Dog Soße drauf hin und her. Das soll auch kein Aufruf sein mit macht das bitte alle zu Hause nach, sondern ich möchte gucken einfach meine Grenzen austesten. Denn nachdem ich die Hot Chip Challenge gemacht habe, haben viele Leute gesagt, hast du schon mal den Chip vom Marc Gebauer gehört oder gesehen oder getestet? Denn der Marc Gebauer dachte sich, er springt auf den Zug mit auf, wenn sich dieser billige Chip für 7 Euro verkauft und jeder Drecksjugendliche den isst, dann macht der Marc Gebauer in einem schwarzen Schuhkarton auch einen Hot Chip, aber nicht mit 2 Millionen, sondern mit angeblich 9 Millionen Scoville soll der haben. Und verlangen dafür, ich glaube, 25 Euro oder irgendwas. Und dann könnt ihr euch auch hinsetzen und schwitzen und Atemnot bekommen. Und das wollen wir jetzt mal testen. Den Hot Chip normal habe ich einigermaßen gut verkraftet, sage ich mal. Ich hatte auch keine Probleme dann danach. Man hat sich da über die Jahre ein bisschen vielleicht eine Schärfe, Toleranz antrainiert. Jetzt kommen wir aber zum Hot Chip von Marc Gebauer. Der sieht erstmal nicht so kindermäßig aus, wie das jetzt die normale Original Hot Chip Challenge hat in diesem roten Pappsack. Gleichzeitig finde ich aber, dass hier die Verarbeitung und die Präsentation billiger wirkt. Irgendwie so, naja, der Karton ist ja vielleicht noch cool, aber da ist einfach wie, als hättest du irgendwo einen Sticker gefunden an der Straßenlaterne und hättest ihn auf den Karton draufgeklebt. Du siehst hier weiße Ränder, da ist unsauber gearbeitet, der Sticker ist da drauf, ist draufgeklebt. Hinten hast du noch so ein Sticker, das Streifen draufgeklebt. Ich weiß nicht, ob das edel wirken soll. Es ist auf jeden Fall krumm und schief, wenn man mal wirklich hinguckt. Wäre das ein Mediabook, hätte es jeder zurückgegeben. Hot Chip, Danakil, don't let the heat get to your head. Warning, vermeiden Sie den Verzehr, falls Sie allergisch auf scharfe Chilis oder Capsaicin sind. Für schwangere Frauen und Personen mit gesundheitlichen Problemen ist die Einnahme dieses Produkts nicht geeignet. Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei der Handhabung mit dem Chip sollten Sie Schutzhandschuhe verwenden. Falls Sie nach dem Verzehr schwere, langanhaltende Atembeschwerden haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Das habe ich schon vor dem Chip als alter Asthmatiker. Und ansonsten steht hier, ach genau, hier ein Inhalt steht nochmal da, Wasser, Tomatenkonzentrat, Chili-Extrakt, 9 Millionen, Schuh, Angabe laut Hersteller ohne Gewehr, Habaneros, gemahlenes Carolina Reaper Chili-Pulver, Zucker 9,5%, Capsicum, modifizierte Maisstärke, Essig, Gewürze, Weizenstärke und Säure, Maisteig, Maismehl, Antioxidationsmittel, Konservierungsmittel, Säure, Korrektor, Verdickungsmittel. Nur in geringsten Mengen verzehren. Mit äußerster Vorsicht dosieren, von Kindern fernhalten, Verkauf ab 18 Jahre. Also die sichern sich wenigstens richtig ab. Es ist kein Kinderdesign, es steht tausendmal auch drauf, Warnung und nicht für Kinder und alles. Es steht extra, hier ist dieses Plus ab 18 Zeichen drauf, das ist wichtig. Der ist noch nicht auf TikTok rumgeranzt worden und in Verruf gekommen. Der müsste aber viel gefährlicher sein. Wir machen jetzt mal diese Packung hier auf, gucken dann mal rein, wenn wir die Packung aufhaben.
ist hier jetzt der Chip drin. Der Chip, auch wieder extra in so einem Beutelchen. Sieht auf jeden Fall größer aus. Ich glaube, der Hot Chip war kleiner. Der ist größer, der hat auch ein bisschen eine andere Form. Hier unten habt ihr auch nochmal einen Handschuh drin, einen schwarzen Handschuh. Und hier nochmal ein Zettelchen, wo auch da steht, ready for a trip. The deadliest day on the world's most dangerous crater. In case of an explosion, do not call us. Da ist also der Marc Gebauer, der stellt sich hier hin. Hinten drauf, was ich jetzt aber wieder ein bisschen verwerflich finde, zeig uns, wie du die Hitze meisterst und werde Teil der Danakil Hot Challenge. So nimmst du teil. Chip holen, Foto oder Video aufnehmen, hochladen, lade dein Foto oder Video auf Instagram, TikTok oder YouTube hoch, vergiss nicht den Hashtag Danakil Hot Challenge, herausfordern. Ich glaube, diesen Punkt hätte man sich bitte sparen sollen, sonst ist der nämlich auch bald verboten. Nominiere deine Freunde, Familie oder Kollegen, sich ebenfalls der Challenge zu stellen. Und auf YouTube sind ja eigentlich Challenges, die zu schweren inneren Verletzungen oder zum Tod führen können, verboten. Theoretisch müsste jede Hot Chip Challenge verboten sein. Jede Danakil Challenge müsste verboten sein. Wer das aber nicht als Challenge macht, sondern sagt, da gibt es so einen Chip, ich möchte den für mich persönlich mal testen, probieren, wie ich den vertrage, ist was anderes. Aber aufzurufen, Leute zu nominieren, herauszufordern, das ist eigentlich was, was gar nicht geht, denn da hat YouTube schon andere Sachen auch gesperrt. Markiere Marc Gebauer und 3HS. Ne? Bereit, deine Stärke unter Beweis zu stellen, sei dabei, werde kreativ, zeige uns, wie du den Danakil Hot Chip meisterst. Ich muss sagen, mir flattert schon ein bisschen das Höschen. Im Gegensatz zum letzten Mal mit Hannes habe ich auch ein paar Vorkehrungen getroffen. Ich habe mir hier einen riesen Becher milden Joghurt hingestellt. Ich habe mir hier eine Packung Milch hingestellt. Also wenn gar nichts mehr geht, dann vielleicht da ein bisschen neutralisieren. Jetzt möchte ich aber erstmal den Chip hier, erstmal den schwarzen Handschuh anziehen. Früher waren die bei dem Hot Chip ja immer blau. Mittlerweile sind die da auch schwarz. Und hier ist ein schwarzer drin, generell. Sieht halt auch gefährlicher aus. So, jetzt also das Ding auf, den Chip in den Mund. Und dann möchte ich auch mal gucken, ob man, wenn man den runtergeschluckt hat, 5 Minuten aushalten kann, ohne zu neutralisieren. Beim Hot Chip war es so, dass nach 5 Minuten, wenn du die durchgehalten hast, es nichts mehr zu neutralisieren gab, weil das dann wieder abgeklungen ist. Aber 5 Minuten sind erstmal die Hölle. Wir reißen den jetzt hier auf. Ihr seht das hier. So, Tütchen ist auf, aufpassen, dass nichts in die Augen geht. Das Ding fliegt jetzt hier schon rum. Tun das mal hier drauf. Jetzt nehmen wir den raus. Jetzt haben wir den draußen. Wir werden auch wieder versuchen, hier Pulver drauf zu streuen, wenn das irgendwie funktioniert. Und jetzt irgendwie so das hier so reinhalten, aber gleichzeitig auch irgendwie den Chip. So, das soll das Thumbnail sein und wie soll man den denn in den Mund kriegen? Der ist viel zu groß. Ich tue den rein, ich kau den, ich schluck den runter und dann starten wir die 5 Minuten. Und das Husten, das ist, wie gesagt, schon vorher da. Asthma und so. Ist gar nicht gut mit dem Staub da drauf. So, der Chip ist runtergekaut. Hier ist null. Wir starten jetzt die Uhr. Und schauen mal, ob wir 9 Minuten aushalten können. 5 Minuten. Ob wir 5 Minuten aushalten können. So, damit es nicht so langweilig ist, haben wir noch einen kleinen Striptease gemacht. Man merkt auf jeden Fall, das Ding ist saupappig. Ich fand noch irgendwie, der Hot Chip war knuspriger. Das ist irgendwie so latschig gewesen.
Und du merkst, wie es jetzt überall brennt natürlich. Also es brennt auf der Zungenspitze. Es brennt links und rechts. Die Mundwinkel brennen. Die Schleimhäute brennen. Die Speichelbildung setzt ein, aber ja, mit Hannes in dem ersten Chip-Video habe ich den Speichel immer runtergeschluckt. Im zweiten Video, um das zu zeigen, wie viel Speichel immer kommt, habe ich den Speichel natürlich rausgelassen. Hat Bianca immer dann wieder gepunktet und gesagt, also ich habe nicht gespeichelt. Also ich habe meinen Speichel runtergeschluckt. Der Bianca zuliebe speicheln wir also heute nicht auf den Boden, um zu zeigen, dass da Speichel entsteht und man die ganze Zeit Speichelfluss hat. Bianca zuliebe lassen wir den Speichel halt heute drin. Sieht halt nicht so lustig aus. Bevor es dann wieder heißt, du Softie, ne? Mach mal das halt. Ich wusste ja nicht, wie das ist. Ich habe gedacht, gut, wenn du den Chip auskotzt, das ist schlimm. Aber wenn du halt den Speichel, der halt entsteht, rauslässt, das hat ja nichts mit dem Chip zu tun in dem Sinne. Dadurch würde er ja dann nicht weniger mild, weniger scharf, meine ich. So, wir sind jetzt bei 2 Minuten 30, das ist die Hälfte der Zeit. Ich glaube jetzt schon, das Gröbste ist überstanden. Eigentlich ist es auch nicht gut, wenn man redet die ganze Zeit. Weil durchs Reden, gerade wenn du deinen Mund bewegst und innen alles wieder aneinander reibt, sozusagen, und sich bewegt. Wird das halt nochmal ein bisschen gereizt. Besser wäre es, du sitzt einfach da 5 Minuten und sagst dann am Ende, no reaction, fertig. Obwohl das ja auch was ist, was man in diesen ganzen Challenge-Videos, die Leute mal als Shorts hochladen, das ist halt auch immer irgendwie ein bisschen zwiespältig. Die setzen sich immer hin, nehmen irgendwas extrem Scharfes, stecken sich in den Mund und sagen, no reaction. Und dann ist das Video direkt aus. Und dann siehst du, dass in 1000 Kommentare einer schreibt, oh krass, du bist der Krasseste. 999 schreiben dann, man hat richtig gemerkt, wie er sich's verkneifen muss. Man hat richtig gemerkt, wie er schnell das Video beenden musste, um dann loszuheulen und so Zeug. Deswegen, das ist halt das Ding. Früher YouTube-Videos waren YouTube-Videos. Was du hingesetzt hast, was gemacht und du hast es währenddessen gesehen, in voller Länge und auch die Nachwirkungen. Mittlerweile, wo es nur noch Shorts gibt und TikTok, gibt es halt nur noch die Leute, die sagen, no reaction, und dann machen sie es schnell aus. Ob die dann direkt trinken, ob die dann direkt Eis essen, ob die dann kotzen, ob die dann, was weiß ich, heulen und sonst was. Das siehst du nicht. Haben aber Millionen Klicks. Und dann denken die kleinen Kinder natürlich, ach, so schlimm ist das gar nicht, das mache ich jetzt auch. Und die sitzen dann da und denen geht's dann richtig schlecht, richtig schlecht. Und dann fallen die reihenweise um. Und dann kommen die und verbieten das, dass du das nicht mehr machen kannst. Wir sind bei 4 Minuten 37. Und ich finde, das ist halt wichtig so, dass man zeigt, wenn man den gegessen hat, dass man es aushält, dass man es aushalten kann und nicht direkt das Video beenden. Wir sind jetzt bei 4,53. So, 5 Minuten, wir haben die 5 Minuten gepackt. Speichelfluss ging eigentlich. Ich glaube, dass ich letztens den Hot Chip gegessen habe, nochmal mit Hannes, das hat nochmal so mehr Boom gemacht, dass der jetzt nicht so intensiv überhaupt sein konnte, weil man es ja trotzdem schon gewohnt ist wieder. Gestern auch die 2 Millionen Soße gehabt. Das war schlimm. Das heißt, heute ist man schon wieder ein bisschen abgehärtet alles. Das sieht vielleicht jetzt so aus wie, naja, der kann gar nicht scharf sein, guck doch mal, ist gar nichts passiert. Ich sage euch, das Ding ist scharf. Aber ich merke trotzdem, wie man halt diese Schärferesistenz allmählich so ein bisschen aufbauen kann und dann eben nicht gleich tot umfällt. Ich weiß jetzt auch, wenn ich jetzt nichts mache, dass ich später dann Magenkrämpfe habe, dass es mir richtig schlecht geht, weil das ja trotzdem hier drin ist und der Magen, das ist dem zu viel. Deswegen trotzdem mein Tipp,
Beim letzten Mal bin ich mit Hannes dann hochgegangen, so ungefähr 20 Minuten nach der Challenge, hat sich jeder den Joghurt genommen. Wir haben dann in Ruhe einen Joghurt gegessen, dass halt der Joghurt im Magen ist und sich damit vermischt und das gleich ein bisschen entkräftet auch, dass du später dann keine Magenprobleme kriegst. Ich denke mal, die Challenge habe ich überstanden. Muss jetzt auch eigentlich nichts neutralisieren, werde dann aber trotzdem alsbald mal einen Joghurt essen, dass dieses scharfe Zeug nicht alleine im Magen ist. Ne? So, Sicherheitsgründen. Und das macht man so halt, wenn man einfach nur das schaffen will und nicht einfach nur dumm wie Scheiße ist. Ja, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und weiß ich nicht. Dass es die gibt und die andere jetzt nicht mehr gibt, finde ich halt schade. Ich kann sie noch mal rumdrehen, noch mal ganz kurz hier die Verpackung zeigen. Das habe ich nämlich jetzt so gar nicht gemacht. Also das ist der Karton, wie gesagt, hier Hot Chip, Danakil, das ist Marc Gebauer. Der guckt wie ein Teufel nach oben, da brennt's, da fliegt der Chip rein. An sich ist das Design ja gut. Aber die Aufmachung, dass das einfach nur wie ein Sticker da auf die Verpackung geklebt ist und komplett schief und die Verpackung ansonsten nur so pappig ist. Ich habe halt gedacht, das ist ein Karton, der direkt dieses Design hat. Das hätte insgesamt einfach besser ausgesehen, als wenn der Karton nichts ist und dann schnell da ein paar Sticker drauf geklebt. Die anderen haben es ja auch geschafft, dass die ein komplettes Design als Karton irgendwie hatten. Stell dir mal vor, der ganze Karton würde glänzen, du machst den auf und das ist eins. Es würde viel besser aussehen, als hier diese weißen Kleberänder. Hier fehlt schon was und ja, keine Ahnung. So, das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ich hab's überlebt. Peace out. Muss ich gleich noch 10 Stück holen und dann auf Burger testen. Ciao.